Hallo, willkommen auf meinem Kanal. Es ist zwar erst Februar und gestern hat bei uns sehr schön die Sonne geschienen, heute leider nicht mehr so ganz, aber nachdem auch hier alle gefühlt schon seit Wochen krank waren und sind, habe ich jetzt das Bedürfnis, unbedingt meinen Kleiderschrank mal auszumisten. Tatsächlich ist es so, dass ich seit Pandemiebeginn, oder eigentlich schon kurz davor, den jetzt eigentlich nie wieder richtig deklattert habe, also nicht richtig aussortiert habe. Und das liegt zum einen daran, dass ich natürlich viele Klamotten habe, die ich einfach gerne anziehe und die immer wieder da sind. Aber im Moment ist es so, dass mir gerade alles total auf den Keks geht und auch ich keinen Spaß mehr an dem habe, was jetzt in dem Kleiderschrank drin ist. Es ist noch ein bisschen zu früh für die Frühlingsgarderobe, Teile aus dem Keller hochzuholen, die schon luftiger sind, beziehungsweise habe ich auch noch nicht so wirklich den Bedarf, neue Sachen zu shoppen. Aber ich dachte, ich mache jetzt einfach mal einen Cut, räume mal komplett den ganzen Schrank aus, mache ihn komplett sauber und gucke dann mit den berühmten drei Stapeln, was kann gleich weg, wo bin ich mir unsicher und was kommt wieder in den Schrank rein. Und ich habe gedacht, ich nehme euch mal mit. Vielleicht habt ihr Spaß dran zu gucken und kriegt auch eine kleine Anregung, selbst euren Schrank noch mal einmal durchzulüften. Eine Sache noch, das Thema Handtaschen, die auch bei mir im Schrank gelagert werden. Das habe ich so ein bisschen jetzt hier rausgenommen, weil ich zu den Handtaschen, habe ich jetzt auch schon mehrfach, glaube ich, gesagt, noch mal ein gesondertes Video machen wollte zu den Taschen, die ich sehr mag, ob ich die wieder kaufen würde und so weiter. Also Handtaschen werden jetzt hier nicht behandelt, sondern erstmal nur die Klamotten, die hier im Schrank sind. Des Weiteren ist es so, in meiner Garderobe hier ist natürlich klassischerweise Unterwäsche, Schlafanzüge und meine Sportsachen. Also eine Schublade ist mit Laufklamotten und eine Schublade ist mit Trainingsklamotten für Yoga, Pilates und so weiter. Das wollte ich gucken, ob ich das eventuell auch noch ein bisschen zusammengelegt bekomme, die zwei Sportschubladen. Also ich wollte gegebenenfalls dann meine Laufjacken, die ich habe, also dickere Jacken zum Joggen und dünnere, vielleicht mit in den Schrank hängen und dafür aber dann die Jeans, die hier immer unten so rumfliegen, in die Schublade einsortieren. Muss ich gucken, wie es funktioniert. Ich halte euch auf dem Laufenden. Los geht's. So, Schrank ist leer und wie man jetzt unschwer auf meinem Bett erkennen kann, Bett ist voll. Es ist tatsächlich immer wieder erstaunlich, wie viel Zeug sich ansammelt und wie viele Sachen ich jetzt aus dem Schrank geholt habe, wo ich das Gefühl habe, die habe ich ja schon irgendwie, wann habe ich überhaupt das letzte Mal angehabt. Also, es wurde Zeit. Ich werde jetzt mal loslegen und mit meinen Stapeln beginnen. Kommen wir zur Rubrik Pullover, Sweatshirts etc. Und wenn ich hier auf mein Bett schaue, habe ich den Eindruck, dass ich leider etwas zu viel von diesen habe. Aber da wird es jetzt wirklich schwierig auszusortieren. Also der hier bleibt natürlich. Das ist so ein Boxy-Shirt von Arquette aus Strick. Mag ich sehr gerne, also gerade wenn es dann auch zum Sommer hingeht, ist der sehr, sehr schön zu kombinieren. Und das ist ein Sweatshirt aus Frankreich, was ich mal gekauft habe. Das mag ich eigentlich auch gerne, obwohl es jetzt schon relativ verwaschen ist hier vorne von der Farbe her. Ich tue es mal auf den Vielleicht-Stapel.
Dann habe ich ein Sweatshirt, das ist von Quinitz. Quinitz heißt das, glaube ich. Also da ist hier hinten dieser Vogel drauf. Eigentlich mag ich das Sweatshirt gerne vom Schnitt her, weil es einen relativ großen Ausschnitt hier oben hat, also recht bis hier so an die Schulter geht. Aber ich mag die Farbe nicht mehr, also weil die doch recht dieses Beige-Braun, und ich habe es jetzt tatsächlich bestimmt anderthalb Jahre nicht angehabt, deswegen kommt es auf den Aussortiert-Stapel. Weiter geht's. Ein Sweatshirt von Adidas in so einem hellrosa, ist so ein bisschen boxy, ein bisschen kurz. Schnitt finde ich jetzt eigentlich nicht mehr so optimal, aber fürs zum Sport machen oder nach dem Laufen zum Drüberziehen auch noch gut. Ähnliches geht hier für dieses Sweatshirt. Das habe ich mal im Urlaub gekauft und ich meine, das ist auch von Better Rich. Das ist ein weißes Kapuzen-Sweatshirt und das hat hier eigentlich an der Seite, nee, auf der Seite hat es das nicht, aber an der Seite hier so einen pinken Streifen. Eigentlich mag ich das, aber es ist auch relativ kurz und ich habe es jetzt auch lange noch nicht mehr angehabt. Ich mache es mal auf den Vielleicht-Stapel. Das ist so ein Sweatshirt. Das ist eigentlich irgendwie was Besonderes. Und zwar habe ich relativ früh angefangen, Deliciously Ella als Foodblog damals noch auf Facebook zu folgen. Und da gab es diese Sweatshirts, also Peace, Love and Kale. Sehr lange schon her. Und die sind aber eine ganz tolle Bio-Baumwollqualität. Und das mag ich auch noch sehr, sehr gerne. Das bleibt auf jeden Fall. Dann habe ich ein Kapuzen-Sweatshirt in Weiß von H&M. Das ziehe ich nun weiß Gott nicht mehr an. Das kommt jetzt auf den Aussortiert-Stapel. Sweatshirt hatte ich jetzt im letzten Urlaub gekauft. Ich bin großer Snoopy-Fan und das Dunkelgrün mag ich auch sehr gerne. Das ist leicht angeraut in, also eher ein warmeres, jetzt wärmeres für den Winter. Dann habe ich hier noch dieses Petit Bateau-Shirt in dunkelrot mit blau gestreift. Das ist leider ein relativ festes Material. Das mag ich nicht ganz so gerne am Körper haben, weil es eben so sehr steif ist. Aber es ist trotzdem natürlich ein tolles Shirt und ich hebe es mal auf. Passend dazu habe ich hier von Boden ein gestreiftes. Das ist aber jetzt schon extrem verwaschen. Das wird auf jeden Fall aussortiert. Und ein ähnliches ist dieses hier. Das ist aber hier mit diesen kleinen Glitzer-Robins drauf. Das läuft bei mir unter Weihnachten. Es kommt also in den Schrank, in den Keller mit den Weihnachtspullovern und so weiter. Das kommt dann erst wieder zum Ende des Jahres mit nach oben. Und hier habe ich einen Pullover, der ist von Esprit. Der ist jetzt so ganz schlicht in so einem Creme-Weiß. Hat auch keine richtigen Bündchen, sondern so hier so gerollte Bündchen auch unten. Der wird aber aussortiert, weil ich ihn eigentlich nicht so gerne anziehe. Dann habe ich ein Sweatshirt. Man sieht, die Farben bleiben ähnlich in Grau. Das ist von Marco Polo und das ist sehr, sehr lang. Also es geht bis kurz vors Knie, könnte man theoretisch jetzt auch als Sweatshirtkleid anziehen. Habe ich schon sehr, sehr viele Jahre. Habe ich jetzt tatsächlich die letzten zwei Jahre nicht getragen, deswegen kommt es auf den Aussortiert-Stapel. Und das hier ist so ein Polunder. Der ist, ist auch von Esprit, mit so einem Stehkragen, hier seitlich so ein bisschen angeschlitzt, den behalte ich. Ist allerdings jetzt so ein Wollpullover, den kennt ihr schon, mein Kaschmirpullover mit dem Rollkragen, der bleibt natürlich auch. Habe ich hier von Hilfiger noch einen Pullunder, den habe ich auch schon ziemlich viele Jahre. Der ist in so einem Karamellton, der bleibt auf jeden Fall, den mag ich gerne und den ziehe ich auch öfter mal an im Herbst oder Winter dann über eine Bluse. Ist ja auch immer ganz nett warm. Und dann habe ich hier noch von COS, den habe ich euch auch schon mal gezeigt. Der hat hier so einen Polokragen, der ist allerdings auch ziemlich boxig geschnitten. Also ich hatte ja vorhin gesagt, es geht mir gerade im Moment so ein bisschen auf den Keks mit diesem Oversize. Aber ist jetzt natürlich irgendwie ein klassisches Stück, der bleibt erstmal. Habe ich hier natürlich noch, ganz oft euch auch schon gezeigt, meine Longsleeves von Petit Bateau in schwarz, weiß
und blau. Und dann habe ich hier auch noch so eins von Organic Basics. Hat die auch schon mal, glaube ich, gezeigt. Das sind grau, so Longsleeve. Und die bleiben selbstverständlich auch. Und jetzt werde ich mich mal dran machen, die alle wieder in die Schublade im Schrank einzusortieren. So, weiter geht's jetzt noch mit ein paar Jacken aus meinem Schrank. Ich glaube aber, dass wir die fast alle drin lassen können. Das ist einmal hier von Better Rich, so eine ganz klassische Sweatjacke. Habe ich schon ewig perfekt im Nordseeurlaub. Auch ganz klassisch eine dünne schwarze Strickjacke. Das ist eigentlich immer so meine Go-To-Jacke im Sommerurlaub. Die kann man wunderbar umbinden, die knittert nicht. Und wenn es kälter wird, zieht man die über und sie ist trotzdem nicht so dick. Also bleibt natürlich auch. Genau wie die hier. Die ist jetzt schon so ein bisschen spezieller. Das ist eine weiße, die hat so ein bisschen so eine sportlichere Optik. Die ist auch von Marco Polo und die mag ich auch sehr gern. Ist jetzt schon auch eher ein Sommerteil. Dann habe ich die hier, die habe ich euch auch schon vorgestellt. Das ist diese Esprit-Jacke mit so einer, mit diesen Knöpfen, die auch ein totales Go-To ist. Und so ähnlich ist eigentlich diese Jacke, bei der bin ich mir allerdings gar nicht so sehr sicher. Die ist von Massimo Dutti, die hatte ich damals mal in Palma gekauft. Ist eigentlich eine total schöne Jacke und die hat auch so kleine Silberfäden durchwirkt, ist die. Sieht also schon schick aus, aber was bei der Jacke wirklich ein bisschen doof ist, ist, sie ist ziemlich schwer. Und deswegen kommt die jetzt erstmal auf den Vielleicht-Stapel. Und dann habe ich eine Jacke, die hatte ich für eine Weihnachtsfeier dieses Jahr, letztes Jahr gekauft. War aber nicht sehr teuer, also von Esprit ist die. Und das ist so eine rote Paillettenjacke. Die kommt jetzt erstmal in den Schrank, wobei es natürlich kein Teil ist, was man jetzt so immer und ständig anziehen würde. So, und bei unserem Schottland-Urlaub im letzten Jahr habe ich mir diese Tweed-Weste gekauft. Die mag ich total gerne, obwohl ich sie relativ schwierig finde zu kombinieren. Weil, also auf eine Jeans sieht die natürlich super aus, aber was zieht man drunter? Dadurch, dass die hier vorne einen Kragen hat, ist es mit einem Blusenkragen schwierig. Und wenn man jetzt nur so einen Longsleeve drunter zieht, ist es farblich schwierig. Also weil es eben so ein Grau-Blau-Petrol ist. Also ist nicht so einfach, trotzdem bleibt sie natürlich, weil ich sie sehr, sehr mag. Und dasselbe gilt hier für diese Jacke. Das ist auch ein sehr teures Stück, habe ich, glaube ich, zum 70. Geburtstag meines Vaters gekauft. Und die habe ich jetzt schon 5 Jahre. Es war für so eine, ich sag mal, Jacke, Strickjacke, extrem teuer. Ich habe die auch in Spanien gekauft, ist eine italienische Firma. Aber ist auch besonders schön geschnitten und die bleibt selbstverständlich auch. Und zu guter Letzt habe ich hier noch ganz standardmäßig eine Adidas-Jacke, eine schwarze. Die ist auch gut für den Urlaub, für den Sommer und letztendlich eigentlich auch zum Training oder zum Laufen gehen. Und das ist jetzt so eine dünne Lurex-Silber-Strickjacke von Mango. Für den Sommer eigentlich sehr, sehr schön, aber eigentlich ist es nicht mehr mein Style. Die kommt jetzt auf den Aussortiert-Stapel und garantiert wird sich die meine kleine Tochter schnappen für den Sommer. Was ich euch noch zeigen wollte, was ich immer in meinem Schrank habe, sind zwei von diesen Kästen. Also die sind so aus Nylonstoff, ich glaube, die sind vom Ikea, in den Schubladen. Und zwar in der einen habe ich hier meine Schwimmsachen drin, also Bikinis, Badeanzüge und für den Sommer die dünnen Sportkappe. Und in dem anderen, das ist etwas kleiner, hier dieses, sieht man schon, da sind meine Gürtel drin. Also da sind Gürtel drin, die können eigentlich auch, bis auf den einen hier sehe ich gerade, das ist ja tatsächlich so ein bisschen so ein Relikt aus den 90ern, 2000ern. Ich glaube, der kann tatsächlich raus. Der ist aber auch schon viele Jahre nicht mehr getragen worden. Ja, und damit hätten wir das mit den Gürteln und mit der Bademode auch im Schrank untergebracht. Schönerweise leert sich das Bett. Die Stapel füllen sich, vor allem der Aussortierstapel ist schon recht gut gewachsen hier neben mir am Boden. Und hinten auf dem Bett liegen jetzt noch die Vielleicht-Sachen.
Und jetzt komme ich an den Rest, die Hosen. Bei den Hosen gucke ich durch, was noch passt, was ich tatsächlich nicht mehr angezogen habe, was vielleicht auch irgendwie schon zu kaputt ist. Was ich bei den Hosen noch dabei habe, sind Leggings von Armed Angel. Die finde ich zum Beispiel total schön, auch mal unter einen Rock oder unter ein Kleid anzuziehen. Also jetzt nicht unbedingt in Grau, aber in Schwarz und in Blau habe ich die auch noch, weil die finde ich jetzt viel angenehmer als eine Strumpfhose. Es ist auch so ein Baumwollmaterial, die kann ich auch empfehlen. Da habe ich 3 Stück von. Die kommen jetzt hier auch in den Schrank rein und bei den Hosen gucke ich jetzt mal durch. Bei den Jeans ist mir jetzt aufgefallen, dass ich tatsächlich einige Jeans dabei habe, die ich wirklich lange nicht angezogen habe, weil ich gar nicht mehr wusste, dass ich sie habe. Weil immer klassischerweise die vorne liegen, die sowieso die ganze Zeit immer angezogen werden. Und die anderen verschwinden dann so langsam hinten im Stapel. Und jetzt freue ich mich tatsächlich, dass ich so ein paar Hosen gefunden habe, wo ich dachte, ach guck mal, die hast du ja auch noch und hast schon so lange nicht angehabt. Also es ist doch manchmal ganz gut auszusortieren, beziehungsweise überhaupt mal zu sortieren. Jetzt werde ich die Sachen, also die Hosen jetzt noch in den Schrank einsortieren, weil ich da faktisch jetzt noch eine ganze Schublade frei habe. Weiß jetzt auch eigentlich gar nicht genau, warum die jetzt frei ist. Aber gut, es hat sich offensichtlich gelohnt. Und ich zeige euch dann nochmal das Endergebnis. Eine Rubrik, die jetzt auch in meinem Schrank vorzufinden ist, ist die der Tücher und Schals. Die richtig dicken Schals für den Winter, die habe ich unten in unserer Garderobe drin liegen. Da habe ich auch tatsächlich nur 2. Und hier oben habe ich aber, es ist jetzt eigentlich gar kein richtiger Schal, sondern es ist tatsächlich so ein Burberry Plaid. Also so ein Zwischending zwischen Schal und Plaid. Sehr schön, habe ich mal, ich glaube, zu meinem 20. Geburtstag von meinen Eltern geschenkt bekommen. Liegt seitdem hier im Schrank, wird sehr selten benutzt, weil auch oft geschont. Aber das soll sich jetzt ändern. Also das bleibt natürlich im Schrank und wird ein bisschen nach vorne gerückt. Und dann habe ich hier noch so ein Seidentuch. Also viele von euch wissen es ja vielleicht auch, in den 80er, 90ern war ja mal eine ganze Zeit lang diese Seidentücher, die man dann hier so mit so einem kleinen Ding hatte, total im Trend. Ich hatte auch sehr, sehr viele und wenn ich mir die Fotos angucke, denke ich manchmal, dass man darauf damit viel älter aussah, als man tatsächlich war. Und jetzt kommt dieser Seidentuch-Trend ja so ein bisschen zurück. Ich hatte jetzt auch eins gesehen von Totem, was ich total schön finde, so ein schwarz-weißes. Das muss ich mal gucken, habe ich auf meine Modewunschliste reingepackt für die Sachen, die ich vielleicht dieses Jahr kaufen möchte. Und ja, und das ist eins der wenigen Seidentücher aus dieser Zeit, das noch übrig geblieben ist. Und das bleibt natürlich auch im Schrank und wird jetzt wahrscheinlich wieder öfter mal angezogen. Und dann habe ich hier, weil ich unten so ein Abendkleid dazu noch habe, das ist mal von Escada gewesen. Also da gab es so ein blaues Abendkleid und dann hat man diesen Schal hier so hinten rumgezogen. Das ist eigentlich sehr, sehr schön. Das ist hier so ganz fein bestickt an den Seiten. Und auch hier die ganze Längsseite hat hier auch so kleine Stickereien drauf. Also schon sehr, sehr hochwertig und toll. Faktisch habe ich fast nie die Möglichkeit, irgendwie das zu irgendwas anzuziehen, weil ich gar nicht weiß, wie ich es im Alltag kombinieren soll. Aber selbstverständlich bleibt dieser schöne Schal hier in meinem Schrank und vielleicht fällt mir ja noch mal was dazu ein. Schauen wir mal. So, und das sieht ja jetzt schon eigentlich ganz gut aus. Das ist hier der Vielleicht-Stapel. Das ist das, was unten im Keller in den Schrank muss. Das ist mein Burberry-Kleidersack von meinem Trenchcoat, der kommt wieder in den Schrank rein. Hier ist jetzt der ganze Stapel aussortiert und muss ich sagen, mich schon ziemlich zufrieden mit. Das ist schon echt cool. So, und wenn wir jetzt in den Schrank reinfilmen, dann sieht es hier auch schon ziemlich leerer aus. Also klar, hier oben und hier unten fehlen jetzt noch die Handtaschen, aber ich habe jetzt hier die Blusen, die Kleider hier am hinten, die Taschen und eine Stoffhose von Kost, die ich aufgehängt habe. Jetzt können wir hier in die Schubladen gucken. Das ist jetzt hier die Schublade mit den Jeans. Jetzt muss man dazu sagen, die Schublade war hier vorher voll mit Pullovern und Zeug. Die Jeans lagen hier oben drin, was immer so ein bisschen rummelig aussieht. Also hier haben wir jetzt die Hosen, Badesachen und die Gürtel. Und in dieser oberen Schublade hier, da sind jetzt die Pullover, die bleiben, Sweatshirts,
die Tücher, die ich euch gezeigt habe. Hier hinten sind die Leggings und hier sind die Longsleeves und die zwei dickeren Pullover. Und da bin ich jetzt doch ziemlich zufrieden, dass man jetzt sagen kann, jo, der Schrank sieht deutlich leerer aus. Und er sieht auch so aus, als könnte man bald mal ein paar neue Frühlingsteile reinpacken. So, das war's jetzt mit dem Aussortieren. Also ich bin sehr zufrieden. Der Schrank ist deutlich luftiger und es macht dann auch Spaß, wieder neuere Sachen reinzupacken. Ich freue mich, dass ich ein paar Hosen wieder entdeckt habe, die nach hinten gerutscht waren. Das ist dann halt auch der Vorteil. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche noch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin!